Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer verlassenen Ingen-Anlage D. Ihr habt wieder tolle Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben und zwei von euch haben sich in meinem Park als Terizinosaurus verewigt. Und genau an dieser Stelle geht's weiter. Wir hatten ja beim letzten Mal sogar schon einen Weg und eine Fläche vorbereitet, wo wir heute bauen wollen. Und dort muss dann auch wieder eine kleine Station hin, denn sonst wäre der Weg da ja nicht, ne? Macht ja nicht viel Sinn, einen Weg ins Nirgendwo zu führen. Ich glaube, ich werde nochmal so eins nehmen und das vielleicht ein bisschen kombinieren mit einem anderen Gebäude. Müssen wir dann mal schauen. Das ziehe ich mal hier hin. Sehr schön. Und dann schnappen wir uns nochmal ein anderes Forschungsgebäude. Vielleicht das Sicherheitszentrum oder das hier. Das hatten wir vorhin schon benutzt, oder? Ja, das haben wir da benutzt. Dann nehmen wir mal das hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Da könnten wir dann eventuell auch so aneinander bauen direkt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und weil hier so ein kombiniertes Gebäude. Das passt eigentlich. Ja, das ist doch ganz cool. Dann benutzen wir das Gebäude an dieser Stelle. Und jetzt muss ich hier wieder ein bisschen mit Wegen arbeiten. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen laggen. Ja, man merkt es jetzt schon. Die Wege habe ich soweit eingezeichnet. Und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das werden wir aber natürlich gleich auch noch ein bisschen mehr gestalten. Aber erstmal kommt hier noch ein Bunker hin. Das ist noch ganz cool. Dass wir hier vielleicht an die Seite noch einen Bunker machen. Wo dann die Mitarbeiter reinfliehen können, falls mal was schief läuft. Weil das ist hier logischerweise wieder ein Bereich, wo dann verschiedene Forschungsarbeiten vorgenommen werden. Auch ganz cool hier eigentlich bei dem Bunker, dass der so eingewuchert schon ist. Das ist eigentlich perfekt. So müsste jedes Gebäude sein. Aber das können wir ja gleich noch selber dann so gestalten. Ich mach die Wand, glaube ich, oder die Mauer direkt hier auf den Rand. Dann einmal hier um das Gebäude herum. Ich mache das mal bis hier vorne. Schließe das so an dem Gebäude ab. Das ist ganz cool. Hier vorne beim Bunker mache ich doch nochmal einen anderen Zaun hin. Den mache ich mal so bis hier. Die Zäune werden dann ja hoffentlich auch noch zerdeppert. Natürlich immer hier der Plan, wie ich so Zäune baue. Aber da müssen wir natürlich dann auf das Glück wieder hoffen mit den Tornados. Aber das Glück war ja bisher eigentlich ganz gut auf unserer Seite, muss man sagen. Und hier können wir dann den Eingang machen. So sieht das Ganze jetzt von oben aus. Alles ein bisschen eingeengt, aber ich denke mal, wenn hier die Zäune noch zerdeppert werden und das alles qualmt, dann wird das noch viel, viel schicker sein. Also ich denke mal, das wird helfen. Wir könnten hier auch noch so einen Umspannwerk mit einbauen eigentlich in das Gebäude. Hier so hin. Dann ist hier nämlich noch mehr, was zerstört werden kann. Und Stromversorgung muss natürlich hier sowieso hingeführt werden. Da würde ich dann sagen, gehen wir durch den Wald. Sorry, wenn es hier ab und zu leckt. Also es gibt hier wirklich mittlerweile Performance-Probleme. Also ich denke mal, vielleicht wird noch diese Folge kommen und noch eine weitere. Vielmehr werden wir wahrscheinlich nicht schaffen von der Performance. Ist echt schade, weil mir das Projekt super viel Spaß macht. Aber wir können ja noch mal ein weiteres anfangen. Ist ja auch nicht so schlimm. Da machen wir halt ein paar kleinere, mehrere Projekte zum Bauen. Und hier kommen dann Käfige hin, wo dann ein paar Versuchskaninchen gehalten wurden. Mit ein bisschen Abstand natürlich. So, und dann noch einen kleineren Käfig dazu. Dann passt das, denke ich. Sehr schön. Und dann könnten wir hier sogar auch nochmal zwei Käfige hin machen. Die nicht gedreht. Sehr, sehr gut. Und hier dann natürlich auch noch ein bisschen Deko rein. Vielleicht mal hier
einen Schädel wieder reinmachen. Und dann das passende Skelett, das war, glaube ich, weiter oben. Und dann auch noch dazu, das kennt ihr ja schon. Und dann machen wir ja auch noch ein paar Kisten zur Gestaltung, damit das Ganze noch wüster und verlassener aussieht. Und noch ein paar Fässer. So in die Ecke auch. Es gibt hier so viel Dekokrams, das ist so cool. Können wir auch hier überall einfach hin platzieren. Schön an die Ecken. Es kann ruhig richtig vollgestellt aussehen. Umso verlassener wirkt das dann später. Gerade weil das alles so kaputte und verrostete Sachen sind, die ich hier platziere. Hinter das Gebäude können auch nochmal einiges an Fässern. Und dann natürlich das InGen-Logo vorne an die Station. Das darf nicht fehlen. Perfekt. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch ein bisschen darauf hoffen, dass der Sturm das Ganze zerstört. Und dann gleich auch noch mit Bepflanzung arbeiten, damit das schön verlassen aussieht. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge den Sturm bekommen, der dann diese Station zerstört. Weil mittlerweile ist es ja leider echt ein bisschen Glückssache, wo die Stürme dann hingehen. Aber ich werde dann am Ende sowieso noch mal ein bisschen abwarten und mehrere Stürme das Ganze zerstören lassen, bevor ich euch das fertige Endprodukt dann präsentieren werde. Der Weg passt soweit. Hier fehlen eigentlich noch Autos, so InGen-Autos. Die müssten da eigentlich auch noch hin. Da haben wir ja diese grünen Jeeps irgendwo. Da, diese. Aber die können doch eigentlich perfekt hier stehen. Bietet sich ja mega an. Und wir könnten auch noch mal ein cooles Zeltlager irgendwo hier hinten machen. Würde ich fast sagen. Dass hier nochmal so eine kleine Zwischenstation hinkommt. Und mir fällt noch eine andere Sache ein, bevor ich die vergesse, mache ich das mal schnell. Denn das, was wir letztes Mal gebaut haben, haben wir auch, glaube ich, gar nicht mit Strom versorgt. Das heißt, hier könnten wir auch noch mal eben zumindest einen Strommast hinbauen. Irgendwo. Ich mach das mal hier rein. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, das passt. Und jetzt müssen wir mal eben... Warum muss die Strommeste da eigentlich gar nicht hinführen? Ich könnte nochmal hier so ein Zwischenstück setzen, das dann ruhig connected ist. Und hier zwischen brauche ich eigentlich nichts machen, weil dann geht nur der Wald weg. Das ist dann einfach kaputt gegangen. Ja, das ist gut. Und jetzt können wir hier vorne weitermachen. Da kann ich das nämlich schon mal nicht mehr vergessen. Hier mache ich dann so ein kleines... Zeltlager hin, würde ich sagen. Mit diesen grünen Zelten. Die hier auch nochmal so ein kleines InGen-Lager haben. Sehr schön. 5 Zelte mal eben hin platzieren. Und dann noch wieder einiges an Dekokrams. Große Kisten sind. Holy shit. Ein paar Kisten. Es gibt ja auch kleinere Kisten noch. Können wir dann auch noch zur Kombination dazu packen. Ja, die passen ein bisschen besser von der Größe, muss man sagen. Aber hier kommt allgemein noch viel drumherum. Und noch so ein paar Fässer. Auch hier dürfen natürlich die InGen-Jeeps nicht fehlen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir hier welche haben. Weil die müssen ja logischerweise ja auch ein bisschen hin und her fahren. Dann machen wir auch hier wieder ein bisschen Gras hin. Das sind direkt mit den Büschen. Einmal schön drumherum. Den Weg, den zeichne ich auch mal kurz ein. Das wäre dann hier. Wunderschön. Und dann hier wieder mit Büschen das Ganze ein wenig formen. Sehr gut, dann haben wir da auch nochmal ein Lager. Das muss aber noch mehr gestaltet werden. Das ist noch lange nicht genug. Das muss man einfach sagen. Hier muss noch mehr Zeugs rumstehen. Ein paar Container kommen ja auch noch hinter.
Finde ich auch immer ganz schick. Ich glaube, hier nehme ich dann nochmal den andersfarbigen. Also da kann man halt wirklich nicht viel falsch machen. Das ist echt mega cool. Und das meiste macht gleich eh nochmal die Landschaftsgestaltung aus. Wenn man da alles schön mit hohen Gräsern und so bepflanzt, das ist dann schon mega cool. Aber ich lasse das jetzt, denke ich, erstmal so. Und den Rest macht dann bestimmt die Bepflanzung. Vielleicht noch ein paar Kisten dahin. Von den großen Kisten hier nochmal so ein Stapel. Und dann nochmal ein paar kleine Kisten dazu. Dann soll das ausreichen. Perfekt. Sieht auf wie ein gutes Lager aus, wo die Forscher dann nochmal irgendwas gemacht haben. Und ich würde auch fast sagen, dass wir hier nochmal ein paar Container einfach nur so an die Seite packen. Hier wurden dann auch nochmal irgendwelche Sachen abgeladen. Dann können wir da auch nochmal die andere Farbe nehmen. So, dann stehen da auch nochmal ein paar random Container. Das ist doch ganz cool. Und ich würde hier auch die Fläche noch ein bisschen erweitern, weil ich hier gerne noch gleich Landschaftsgestaltung machen möchte. Dann kann hier der Wald nochmal ein Stückchen weg. Das wird nochmal ein großer Bereich. Können wir dann auch wieder größere Dinosaurier freilassen oder mehrere. Ich werde sowieso am Ende noch viel, viel mehr Dinos freilassen. Keine Sorge. Weil es ja auch ein riesiger Wald, wo dann viele, viele wilde Dinosaurier auch rumlaufen können.
Und da kommt wieder ein Sturm. Mal gucken, wo der entsteht. Ich hoffe, der fegt natürlich hier durch unsere gerade neu angelegte Fläche oder den Bereich, den wir gebaut haben. Der Sturm entsteht direkt hier. Das ist ja perfekt. Das ist ja ein Traum. Der macht hier direkt ein bisschen was kaputt. Direkt bei unserer neuen Parkfläche. Wunderschön. Ich hoffe, der dreht gleich nochmal und macht noch mehr kaputt. Das wäre super. Das Spiel wird immer laggier, gefühlt. Aber das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Hier vorne einiges zerdeppert. Das Gebäude qualmt jetzt. Hier brennt. Hier ist der Zaun zerdeppert. Das ist echt gut. Und er fegt sogar nochmal rüber auf unsere andere Anlage. Das ist auch nicht schlecht. Oh ja. Ja, hier reißt er schön den Zaun ein. Ein Traum. Die ganze Reihe. So muss es sein. Ihr wisst ja, je mehr kaputt ist, desto besser. Reparieren kann man immer noch im Nachhinein. Ah, sieht doch schon super aus. Vielleicht müssen wir dann diese Kisten am Ende dann noch wegmachen und sowas. Damit das ein bisschen besser aussieht, weil die stehen jetzt hier ein bisschen random. Aber das sind alles Sachen, die ich dann am Ende anpasse. Ich bin erstmal froh über jedes Gebäude und alles, was zerstört wird von diesem Sturm. Ich denke mal, mehr wird jetzt aber nicht erfassen. Das war's, glaube ich. Das sieht schon sehr cool jetzt aus, wenn das hier alles qualmt und brennt. Die FPS sind leider teilweise wirklich am Sinken. Ich hoffe, das wird in der Aufnahme nicht zu krass sein. Weil ich kann es halt immer nie einschätzen, wie es dann im Endeffekt in der Aufnahme ist. Wir machen jetzt aber noch ein paar Futterspender hier hin. Einmal hier vorne. Pflanzenfresser, Futterspender. Als Busch getarnt natürlich. Davon packe ich, glaube ich, auch noch ein... hier irgendwo hinein. Hier so hin. Oh, da müssen wir dann nochmal Gräser und schnell raussuchen. Weil der natürlich die ganzen Büsche da entfernt. So, wo waren die Gräser? Das sind die Fahne. Dann sind hier die Gräser, oder? Ja. Genau, dann machen wir das hier nochmal hin. Schön eingebaut ist. Perfekt. Und auch hier würde ich nochmal ein bisschen mit Gräsern arbeiten. In den ganzen Gewässer. Können wir nochmal einiges platzieren. So viele Objekte immer. Aber es macht auch so viel Spaß. Ich wünsche wirklich, dass die Frames ein bisschen besser wären. Aber gut, darüber sehe ich hinweg. Dafür, dass wir so ein besonderes Parkbauprojekt machen können. Dann können auch mal die FPS ein bisschen schlechter sein. Hier schön alles voll machen. Hier auch ein bisschen grün zwischen ist. Zwischen den Felsen. Aber es sieht schon sehr gut aus, muss man sagen. Die ganzen Felsen hier. Das hat was. Hier vorne auch noch mal ein paar Gräser hin. Und dann haben wir es eigentlich. Ich möchte hier aber nicht nur Pflanzenfresser hinmachen. Ich habe zwar jetzt wieder... Pflanzenfresser, Futterspender gemacht, aber ich denke mal, ich mache hier mal so einen Bereich, wo Pflanzen und Fleischfresser sind. Ich hätte eigentlich mal Lust auf so einen Fleischfresser, der Fisch frisst. Da gibt es ja auch hier Fieder. Und ich glaube, da habe ich auch eine Mod installiert, dass das unsichtbar ist, der Fieder. Ja, da schwimmen dann einfach nur die Fische. Seht ihr das? Ist mega cool. Das heißt, wir können sogar unser Gewässer noch belebter machen mit diesen Futterspendern. Dann hier Fische schwimmen. Finde ich sehr nice. Ich habe jetzt noch auf einen weiteren Tornado gewartet. Und das sieht ganz gut aus. Der ist hier in unserem Kraftwerk gespawnt. Aber der scheint sich in die richtige Richtung zu bewegen. Weil der soll natürlich hier unsere neu gebaute Station zerstören. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, der nimmt jetzt viele Zäune mit. Und ja, ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Wir brauchen einfach nur ein paar mehr zerstörte Zäune. Weil das Gebäude an sich oder alle Gebäude dort sind, glaube ich, schon relativ zerdeppert. Hier der erste Zaun kaputt.
Oh, da gehen viele Zäune kaputt. Jedes Knallen, was wir hören, ist jetzt gut für uns. Oh ja. Oh ja. Das war einiges. Der Tornado hat wirklich eine Menge Schaden angerichtet. Einmal hier den Zaun und hier vorne ganz viel Zaun. Das sieht schon krass aus. Alles am Qualm und am Brennen. So muss es sein. So habe ich es mir vorgestellt. Hier vorne, das war ja auch schon eingerissen. So langsam wird das hier. Und hier landen gerade im Hintergrund vier neue Bewohner, vier Pflanzenfresser. Könnt ihr schon erkennen, was es für welche sind. Nämlich vier wunderschöne Ankis. Letzte kommt jetzt auch noch geflogen. Da laufen sie schon. Glücklich und zufrieden. Die brauchen natürlich auch wieder tolle Namen von euch. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber das waren noch nicht alle Dinosaurier, die wir heute freilassen werden. Keine Sorge. Das sind nur die Pflanzenfresser für diesen Bereich. Und dann kommen dazu noch zwei Baryonyxe. Die werden sich dann auch an den Fischen hoffentlich vergnügen, die im Wasser sind. Davon habe ich noch ein paar mehr platziert. Ich hoffe, das funktioniert, aber das sieht, glaube ich, gerade ganz gut aus. Das ist wirklich sehr cool. Oh, wenn ich in die Richtung gucke, leiden die FPS. Weil da so viele Objekte sind. Wenn ich so gucke, geht's. Ah, finde ich richtig nice, dass die jetzt da Fische jagen in dem Fluss, den wir gebaut haben. Und als krönenden Abschluss gibt's hier noch einen Spinosaurus. Für die drei Fleischfresser könnt ihr natürlich auch schöne Namen in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Oh, der passt ja vom Skin richtig, richtig gut hier rein. Und ich würde sagen, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Und das haben wir heute gebaut.